Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us 2. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video. Und ja, wir sind hier stehen geblieben, der lieben Abby. Und die letzte Folge war sehr, sehr turbulent. War sehr krass. Da würde ich sagen, liken, wenn es dir gefällt. Gerne Discord an, join, ihr wisst Bescheid. Social Medias folgen, Insta, Twitch, TikTok und. Dad, komm schon! Und dann würde ich sagen, suchen wir jetzt weiter nach dem, nach unserem Dad von der lieben Abby. Und ja, die Abby war in der letzten Folge auch sehr, sehr skrupellos. Hat den Jesse abgeknallt und jetzt werden wir anscheinend ihre Sicht mal kennen und warum und weshalb sie alles hier überhaupt macht. Dann würde ich sagen, Leute, suchen wir jetzt nach unserem Dad. Bei mir ist gerade sehr, sehr stürmisch. Starker Regen und viel Gewitter. Ich hoffe, es hört mir nicht allzu krass. Ich hoffe, das wird in der Aufnahme nicht so krass zum Vorschein kommen. Aber ist auch egal, Leute. Dann laufen wir jetzt mal hier durch. Ah, müssen hier lang. Okay, alles klar. Weil, also, ich und Wälder, ich bin da nicht so gut mit Orientierung. Aber hier ist wieder irgendwas, wo wir betreten können. In einem Museum bestimmt oder so, ne? Das ist bestimmt irgendwie so ein Museum. Okay, dann heißt es erstmal irgendwie reinkommen. Durch dieses Gebiet. Aber ich sag mal, es ist verschlossen. Oder das war irgendwie schon klar, dass es verschlossen ist. So. Ah, das sind Fußabdrücke. Heißt der Dad, unser Dad ist hier irgendwo in der Nähe. Das ist jetzt die Frage, Abby. Junge Abby. Jüngere Abby. Also man sieht, die ist hier ein bisschen dünner. Und die jetzige Abby war das schon sehr, sehr breit. Oh, Junge, ist es, was war das? War es ein Eichhörnchen oder was war das gerade? Ist doch egal, Leute. Ah, müssen hier, glaube ich, hoch, ne? Bam, Junge. Geiler Wurf, Abby. So, dann würde ich sagen, Leute, laufen wir jetzt mal hier weiter und suchen wir nach unserem Dad hier. Boah, ist gerade laut bei mir, Leute. Virginia, eine Münze. Boah, das ist gerade so laut bei mir. Ich hoffe, euch geht's allen auch gut. Nach so einer Zeit, weil Unwetter jetzt in Deutschland ist leider Gottes jetzt sehr, sehr oft vertreten. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht irgendwie betroffen von diesen ganzen Flutwellen hier, die ganz gefühlt ganz Deutschland übernommen hat. Also die meisten Teile von Deutschland wie in Nordrhein-Westfalen. Ich drücke euch die Daumen, dass es wieder gut wird. Also an die, die betroffen sind natürlich, ja. Das ist alles so scheiße. Oh, Junge! Ich höre es durch meine Kopfhörer gerade. Ich hoffe, das ist nicht allzu krass in der Aufnahme, wie gesagt. Okay, jetzt ist mir die Frage, wo lang müssen wir jetzt? Also, hier können wir nicht lang. Ja, dann mal los, Abby. Aber wie, wo dann mal los? Wie, wo, was dann mal los? Hier rauf vielleicht? Aber vielleicht hier rauf, Leute. Ja, vielleicht einfach hier rauf. Das ist doch viel, viel klüger eigentlich. So, Abby, schieben Sie ein bisschen. Boah, aber Abby ist auch schon in dieser Form sehr, sehr, sag ich mal, gestemmt, ne, muss ich sagen. Also für ein Mädchen ist sie auf jeden Fall schon gut gebaut. Also sehr breit gebaut. Wild. So, rüber hier, zack, wie ein Assassine hier von Assassin's Creed. Sehr gut gemacht, Abby. So. Machen wir weiter. Oh, Junge. Heilige Scheiße, Abby. Und da ist wohl unser Dad. Du hast da ein bisschen Matsch, Süße. Du auch? Wo? Na, hier. Oh. Weißt du, immer wenn du einfach abhaust, machen sie mir die Hölle heiß. Ach komm. Sie hätten dich tatsächlich lieber in Sicherheit. Der Wald ist sicher. Dad. Abs, sie hält sich jetzt direkt hinter diesen Bäumen hier auf. Und? Sie wirft jetzt bald. Wir sehen nur kurz nach ihr und gehen dann zurück. Versprochen. Beeilen wir uns einfach. Siehst du? Ich habe ja meine Tochter, die mich beschützt. Und das ist also der Vater von der lieben Abby. Also, wirkt schon mal sehr sympathisch auf jeden Fall. Woher wusstest ja. du, wo ich bin? Owen hat mich verraten, oder? Das ist sein Job. Wie hast du es aus ihm rausgekriegt? Gefragt? Das ist doch ein bisschen sass, ne? Hab was gefunden. 1978. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Kannst sie behalten, wenn du mir versprichst, sowas nicht nochmal zu machen. Okay, einverstanden. Warum glaube ich dir nicht? Keine Ahnung, was du meinst. Komm schon, suchen wir weiter. Dad! Schon gut. Du bist wieder bei Owen, ehe du dich versiehst. Moment, was? Gar nichts.
Nur, ihr beide verbringt ziemlich viel Zeit zusammen. Viel mehr als früher. Oh Gott. Ja, sogar der Vater merkt, dass die liebe Abby auf den Owen ein bisschen steht. Oder andersrum auch. Zum Beispiel, wie ihr wirklich ganz doll versucht, euch nicht anzusehen, wenn ich dabei bin. Ihr werdet ganz ernst. Es ist niedlich. Ich kann das nicht. Und er bringt dich zum Lachen. Ja, weil er so ein Blödmann ist. Mir gefällt einfach, dass er jetzt so nett zu mir ist. Dann nutzt du ihn also aus? Ich? Nee. Abs, da. Frische Spuren. Warte. Das hier ist nur ein Trick von dir, um mit mir Spurenlesen zu üben, oder? Aber nicht doch. Funktioniert es? Tja, ich meine, ich hab dich gefunden. Ja, aber mit Schummeln. Man tut, was man tun muss, damit alles läuft. Wow. Du hörst mir ja doch zu. Manchmal hast du helle Momente. Eine typische, lustige Vater-Tochter-Beziehung, ne? Das ist sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt mal einen Weg durch dieses Gebiet, denn der liebe Vater von Abby will irgendwas uns zeigen. Also, es wird auch eine sehr, sehr schöne Szene sein, Leute. Noch nicht. Hier ist doch hier eine Stufe. Wir müssen hier irgendwie durch. Vater von Abby. Vater von Abby. Hier ist eine Spur. Hier durch, glaube ich, Vater von Abby. Oder wo lang jetzt, Vater von Abby? Hier lang oder wie? Ich glaube, irgendwo... Oh, yo. Oh, das ist... Alter, scheiße. Dad, hier ist... irgendwas. Er hat auch gesagt, dass ein Tier gerade wirft. Also, ich glaube, das ist... Gefunden. Ja, genau, das ist natürlich. Und hier. Zwei Spuren. Dad? Das ist sie. Na los. Das klingt gar nicht gut. Nein, sie hat Schmerzen. Dann schnell los, Leute, schnell. Ein schwangeres Tier einfach so... hier rumzulaufen zu lassen, ist auch nicht so geil, ne? Und hat sich glaube anscheinend ein bisschen verletzt, Alter. Wir müssen schnell dorthin, Leute. Schnell, 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 Alter. Was, wenn hier Infizierte sind? Das Gebiet ist sauber. Wusstest du, dass sie wandern? Du bist bewaffnet, oder? Klar. Oh, Mist. Erbs. Sicher ist sicher, sicher, Leute. Da ist ein exotisches Tier am Start. Was? Einfach ein Zebra, Leute. Wir müssen sie losschreien. Wild. Ist okay, ganz leider gut. Verhakt, Alter. Keine Angst. Wir tun dir nichts. Ist okay. Verdammt. Es steckt richtig tief. Herz, komm her. Hier. Ich halte sie fest. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Doc! Doc, sind Sie hier? Wir sind hier, Owen! Was? Hey, komm her und hilf mir beim Festhalten! Wir brauchen Sie oben beim... Owen! Festhalten! Na los! Hey, Vorsicht! Okay, hast du sie? Ja! Okay, dann los, Abs! Langsam! Heilige Scheiße. Alle suchen nach ihnen. Wir müssen... Hey, halt! Dad! Was ist los? Komm mit! Das haben wir gut gemacht. Doc, das Mädchen ist da. Welches Mädchen? Von dem Aline dauernd redet. Sie war in den Tunneln. Sie hat eine alte Bisswunde am Arm. Kein Zeichen einer Infektion. Das kann nicht sein. Sie machen schon Tests, aber sie brauchen ihre Hilfe. Dad. Gehen wir. Und das war die Stelle dort, wo Joel die liebe Ellie hingebracht hat zum St. Mary Hospital am Ende von Teil 1. Es ist mit dem Hirn verfolgt. Was für eine Wende. Keine Wahl. Es muss doch auch anders gehen. Wir können die Probe nicht entnehmen, ohne den Wirt zu töten. Den Wirt?
Sie ist ein Kind und keine Petrischale. Glaubst du, ich weiß nicht? Ich bin mir der Situation bewusst. Und du kannst damit leben, sie zu töten? Ich kann damit leben, einen Impfstoff zu entwickeln, der Millionen rettet. Wie viele Fireflies sind für weniger gestorben? Das war ihre Entscheidung. Fragst du um Erlaubnis oder wirst du es sowieso machen? Ich bitte dich, sieh es ein. Und wenn das Abby wäre? Hör zu, alles, wofür wir gekämpft haben, all die Opfer, all diese schrecklichen... All das wird durch diese Tat gerechtfertigt. Wäre das deine Tochter, was würdest du tun? Abby. Dein Abendessen. Danke, Süße. Hey, Marlene. Tu es. Danke. Ich werde es Joel sagen. Wieso? Er hat sie durchs ganze Land begleitet. Er hat ein Recht darauf. Viel Glück bei der OP. Du tust das Richtige. Ja. Wenn ich das wäre, würde ich wollen, dass du es tust. Ja, und ich denke, die meisten, die da jetzt auch ein bisschen reininterpretieren, können auch schon sich vorstellen, was hier doch passiert ist, Mann. Die Alarmanlagen gingen an, also... Das wird kein schöner Anblick sein für die liebe Abby. Ja, also... Wie wirst denn schon alles hier getötet? Was er gesehen hat, also er wollte Ellie um jeden Preis retten und da würde ich sagen, das gehen wir jetzt rein und das ist die Wende, Leute, das ist ihr Motiv, das ist ihre Rache, wieso sie Joel töten wollte unbedingt, wieso sie so sehr Joel so gequält hat und ja, so einen weiten Weg gegangen ist nach Jackson, also das ist schon sehr, sehr krass. Film ab, Leute, verdammt, Mister. Nein. Steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Nein! Schmo in der Hölle, Pendejo. Ich bring euch um. Wow, wow, was wird das? Manny. Aufräumen. Nein, nein, nein. Wir wollten ihn. Das war's. Lebendig sind sie ein Risiko. Das war doch klar. Er hat recht. Wir müssen das beenden. Wenn wir sie töten, sind wir nicht besser als er. Sie haben uns nichts getan. Ach ja, und mein Gesicht? Scheiß auf dein Gesicht. Du hättest Wache stehen sollen, wie ich dir gesagt habe. Weg da! Hör auf! Lass das. Sonst was! Hör sofort auf! Beruhigt euch! Jordan! Erschießt du mich? Stopp! Das reicht. Wir haben alle verstanden, als Joel Ellie gerettet hat. Ja, wir haben alle gesagt bestimmt, also die meisten von uns, dass wir Joel verstehen. Aber gibt ihm das... Also ich weiß nicht, ob es ihm das Recht gibt, alle zu töten, ja?
Abby. Andere Leben zu zerstören wie das von Abby. Ruhig. Das ist schon ziemlich krass. Sehr, sehr krass. Alles okay, Abs? Ja, nur... Was gibt's? Ich hab dich überall gesucht. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beeilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Vamonos. Okay. Und jetzt werden wir die liebe Abby sehr, sehr lange begleiten, Leute. Im Seattle Tag 1. Hey, danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Und er hat auch Joel angespuckt, ne? Also, beim ersten Mal durchspielen habe ich mir gedacht, boah, das ist schon irgendwie krass. Es war zwar ein bisschen offensichtlich, irgendwie, dass es der Vater war, also von Abby, aber irgendwie auch nicht, ne? Also diese Perspektivwechsel hier in diesem Spiel, das ist schon ziemlich wild, aber den Manny mag ich null. Gar nicht, ne? Also, währenddessen sind da jetzt auch Dina und Ellie jetzt beim Seattle mit dem Pferdereiten, vor dem Zorn noch uns. Wir sehen auch wie bei Jackson, die haben eine Gemeinschaft mit Kindern, ein System, die wollen einfach auch nur leben, ne? Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Wow. Die haben, ja, Schulen, kleine Kinder, die einfach noch lernen wollen, also, man sieht da Parallelen zu Jackson, muss man sagen, ne? Das ist schon ziemlich wild. Und hier ist also die Mensa, sag ich mal, die Kantine. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Natürlich. Con picante. Du kriegst, was du kriegst. Deswegen, Leute, Perspektive ist immer sehr, sehr wichtig in der generellen Welt. Wenn man zum Beispiel was klären will, man muss immer zwei Seiten anhören und nicht mehr nur eine Seite. Das ist das Problem. Und da ist ja der Typ, den wir auch getötet haben. Mit Ellie und Dina. Ich freue mich auch, Abby. Ja, Alter, wer bist du denn jetzt? Sag mal deinen Namen. Ich hab jetzt sowas mit John. John, genau. Oh, Junge, ist gerade bei mir. Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Seravena? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben? Nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Leah vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin, ja. Oh, naja. Was ist los? Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Leah, wir haben ja auch gesehen mit der lieben Ellie, dass sie von diesen Scars getötet worden ist. Ja, mit gefühlt 20 Pfeilen am Körper. Der John ist auch dann gestorben durch Ellies Messerattacke. Also, Abby wird nicht zufrieden sein, was sie abgeht. Und da ist der Manny mit seinem Vater. Hey, Sir. Hola, Senor. Abby. Wie geht es Ihnen? Fantastisch. Sagst du ihm bitte mal, dass der weg muss? Ah, hab's versucht. Er steht mir. Vives horrible. Bueno, wir müssen jetzt los. Pass auf ihn auf. Für Sie? Gerne. Ja, man sieht doch einfach, die WLFs haben auch eine gewisse Sympathie, eine Empathie. Die wollen einfach leben. Genauso wie wir, genauso wie Ellie, genauso wie Joel. Einfach jeder will einfach nur leben. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Lecker. Hätte ich Bock drauf jetzt auf einen geilen Burrito, Abby, aber... Was machst du? Ah, mal sehen. Hey, tenemos prisa. Damit tres Burritos. Hey, Mann, da ist die Schlange. Manny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefälligst hin. Sorry. Wir gehen an die Front. Komm schon. Du bist so weit. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Wo ist dein Rucksack? Im Zimmer? Warum tust du mir das an, hä? Weil ihr mir beide wichtig seid. Und ich hab genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Sie glauben, und es ist okay für sie? Ja. Okay. Warum klingt dein Ja so wenig überzeugend?
Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Ja, man sieht einfach, die Abby ist schon gut erzogen. Sie ist schon eigentlich eine liebe Person an sich, ne? Also sie will einfach nur überleben. Ich glaub, dir gefällt... Uns... Wir hören uns gleich. Dir gefällt's, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Oh, Joel. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Joel, erwähnt seinen Namen nicht, ihr Crackies. Bitte nicht. Und das ist also ihr Zimmer. Und ich find's auch echt schön, dass Abby dem Manny das Zimmer belassen hat, damit er seinen Spaß hat. Also das ist schon, keine Ahnung, ne? Pack deine Sachen. Ist schon ein bisschen eklig, dass er dann auf ihrem Bett vielleicht sie geknallt hat, so, keine Ahnung. Aber, Junge. Das ist also die Base von den Wolves, ein Stadion. Und da ist, ja... Wissenschaftlerin, hm? Kein Kommentar. Das lassen wir jetzt so stehen. Okay, hier ist also ihr Bett, Leute. Das ist von Abby. Also sehr viele Bücher, sehr viele Accessoires. Also anscheinend ist Abby auch sehr wissensbegiert. Kann man so sagen. Interessant. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Hi. Hey. Du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Ja, und ich glaube, die meisten wissen ja auch, dass Owen Mel geschwängert hat und die Abby ist da, glaube ich, nicht so begeistert davon, dass sie Schnickschnack gemacht haben und ja, ist halt ein bisschen blöd, ne? Da würde ich sagen, Leute, laufen wir ein bisschen weiter durchs Stadion, also die haben ja echt was Großes aufgebaut, ne? Genauso wie bei Jackson. Jackson ist ein bisschen schöner, muss ich sagen, aber ich glaube, hier im Stadion ist es auch nicht schlimmer. Also die haben Solarplatten, die haben Essen, die haben genug Waffen bestimmt auch. Also, die sind schon nicht schlecht, die Wolves. Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Das ist schon sehr krass hier. Kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Alter. So viele Gemüsesorten. Sind das Kartoffeln oder wie? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Wassermelonen, lecker. Also die WLFs, ey, die haben... Oh, die haben sogar Vieh, Leute. Stimmt, da war ja noch was. Die haben Kühe, die haben Ziegen. Viele heulende Babys. Nicht schlecht, Mann. Genau, richtig. Sehr, sehr gut. Er hat mich gar nicht gesehen. Er ist nicht... Einfach eine Danny Gemeinschaft. Danny. Puh. Schöner Scheiß. Ja. Danke. Das ist sehr krass, dass sogar Hunde, die trainiert geworden sind. Also, wir haben auch mit Ellie einige abgeschlachtet. Sehr brutal, muss man sagen. Also, boah, das ist schon ein bisschen sad, ne? Wenn man hier alles so jetzt betrachtet, mit den WLFs, mit ihren Lagern, also... Die sind aber genauso Menschen wie wir, ne? Weil eigentlich waren die Gegner nicht immer nur so, sag ich mal, leere Hüllen, die uns abgeschossen haben. Dann haben sie aber getötet und so weitergelaufen. Aber eigentlich sind die Gegner... auch mehr als nur leere Höhlen, muss man sagen, ne? Oh, der ist so ruhig, der kleine Dog. Warum ist das denn los, Kleiner? Der ist völlig aggressiv am Start. Ich glaube, der will nur spielen. Aber der hier ist sehr, sehr ruhig. Da würde ich sagen, lassen wir uns ein bisschen ab hier einfach. Und dann laufen wir jetzt raus hier. Oh, die sind so süß, die Hunde. Hey, Mädchen. Oh, Kleine. Oder Kleiner. Ist die Kleine, ne? Genau, ist ein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Hey, wollen wir zu den Trucks? Gehen wir zu den Trucks. Oh, das ist noch ein Süßer. Oh, wie süß ist das denn, Leute? Das ist also liebe Bier. Dann würde ich sagen, Leute, wenn in der nächsten Folge dann mit dem Hund ein bisschen spielen, würde ich sagen, liken, wenn es gefallen hat. Discord-Beitrag ist Bescheid. Und dann würde ich sagen, Leute, wir uns bleibt gesund. Das war sehr schnell. Und ciao, ciao.